Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Lösung zur Übung 12 anschauen, so wie ich die objektorientierte Analyse für die Kontaktverwaltung durchgemacht habe. Und ich habe die Lösung schon erstellt und ich werde hier einfach bloß kurz die Schritte, die ich gemacht habe, nochmal erörtern. Angefangen habe ich natürlich mit Schritt 1, dass ich mir mal die Substantive in diesem Text anschaue und da sind mir eben Programm und Programmstart aufgefallen, Menü, Einträge, Kontaktverwaltung, Kontaktauswahl, Nutzerdetails, Kontaktliste, Vor-, Nachname oder Name allgemein, Ausführen, Anschluss, Funktionalität, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Angabe und Alter. Und von diesen Substantiven habe ich die natürlich schon teilweise zusammengefasst. Also wir sehen hier Programm und Programmstart. Das war für mich ehrlich gesagt dasselbe im Text. Dann habe ich Vor-, Nachname hier noch zusammengefasst und Einträge und Programmpunkte waren für mich auch zwei Substantive, die eigentlich genau dasselbe Objekt letztendlich später meinen. Und dann habe ich mir diese Liste mal angeschaut und schwer darüber nachgedacht, was ich denn jetzt von diesen Klassenkandidaten denn tatsächlich halte und welche ich denn in meinen Modell, das ich später erstellen und verfeinern möchte, mit rübernehme. Und da habe ich eben gesagt, Programmstart ist eher unwichtig. Man hat eben meines Erachtens immer so eine Main-Funktion, da baut man dann seinen Composition-Root rein und lässt dann die Programmlogik im obersten Punkt starten. Und das Ding hat man immer, das brauche ich nicht noch extra in mein Modell mit einfügen. Dann habe ich das Menü mit reingenommen, die Einträge, das fand ich auch sinnvoll, dass man sowas als Objekte darstellen kann. Dann haben wir hier die Kontaktverwaltung selbst. Der Begriff war mir zu schwammig, der hat mehr oder weniger alles irgendwie umfasst und ich fand den nicht gut, um daraus ein eigenes Objekt zu bauen. Also ja, das könnte man sich überlegen, ob man das als Klasse mit reinnimmt, aber ehrlich gesagt konnte ich dann bei Schritt 2, wenn ich dann eben auch mir nachdenke, wie glieder ich denn das Ganze, war mir nicht klar, was jetzt alles wirklich zur Kontaktverwaltung gehört. Meines Erachtens nämlich alles. Und Kontaktverwaltung kommt im Text auch bloß als Überschrift vor. Und deswegen habe ich mir da gedacht, daraus mache ich keine eigene Klasse. Kontakt natürlich sehr wohl. Geht ja um Kontakte, also wäre es nicht schlecht, wenn wir auch irgendwie eine Kontaktklasse haben. Dann kam hier die Auswahl, auch das habe ich gestrichen. Warum? Weil das sehr wohl auch noch hier in als Verb vorkommt und dieser Substantiv, die Auswahl, bezieht sich eigentlich bloß auf etwas, was der Nutzer vorher ausgewählt hat und folglich musste ich daraus auch keine eigene Klasse machen, meines Erachtens. Genauso habe ich den Nutzer rausgenommen. Wir haben in dieser Lösung kein bestimmtes Konzept, wo wir sozusagen beispielsweise verschiedene Nutzer haben, die sich anmelden können und dann jeweils unterschiedliche Adressbücher sehen. Hätten wir das, kann man sich sehr wohl natürlich überlegen, dass da irgendwie eine Klasse Nutzer notwendig ist. Da wir das nicht haben und wir immer das Gleiche anzeigen, egal welcher Nutzer da ist, habe ich auch diese Klasse eben rausgeschmissen. Genauso wie die Details. Die Details beziehen sich einfach auf Vor-, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Alter. All die Sachen, die eben zu einem Kontakt gehören. Und folglich habe ich auch das rausgenommen, weil das einfach bloß nochmal alle... Das ist ein Synonym letztendlich für alles, was zu einem Kontakt gehört. Ja, die Kontaktliste habe ich natürlich aufgenommen als Klasse, wobei ich die selber wahrscheinlich nicht implementieren werde, sondern ich benutze einfach List of T, mit der ich eben beliebige Objekte verwalten kann. Vor allen Dingen, wenn man dann eben sieht, welche Verben noch zur Kontaktliste ich hinzugefügt habe. Ja, und ich habe gerade schon von Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Alter gesprochen. Das werde ich natürlich mit reinnehmen, vielleicht nicht als Klassen selber, aber also Vor- und Nachname kann man als String abbilden, das Alter als Timespan, das Geburtsdatum als Datetime, E-Mail-Adresse, Telefonnummer auch als Strings.
wenn man es etwas elaborierter macht und dann beispielsweise wirklich nachprüfen will, ist es eine Telefonnummer, also enthält die ordentliche Zahlen und nicht irgendwie welche Buchstaben und sowas, dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob man eine eigene Klasse Telefonnummer macht, die eben einen String entgegennimmt und sicherstellt, dass das dem üblichen Format entspricht. Genauso kann man das bei einer E-Mail-Adresse machen. Also es gibt, wenn man da wirklich Arbeit reinstecken will oder muss, dann macht es durchaus Sinn, zum Beispiel E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu eigenen Klassen zu machen. Gut, und Funktionalität, Ausführen, Anschluss, das sind für mich, genauso die Angabe, das sind alles für mich Substantive gewesen, die sind entweder zu schwammig oder beziehen sich eigentlich auf Verben, die irgendwie im selben Satz oder im Satz vorher gefallen sind, und deswegen habe ich auch die hier nicht beachtet. Ja, dann habe ich Schritt 2 gemacht, mir mal über die Relationen zwischen diesen Substantiven Gedanken gemacht. Ein Menü besteht natürlich aus Einträgen, das heißt, irgendwie wird ein Menü mehrere Menüeinträge oder Programmpunkte, je nachdem, wie man das nennen kann, eben dann referenzieren. Also das wird auf eine Collection-Beziehung rauslaufen. Dann haben wir den Kontakt, der hat einen Vornamen, einen Nachnamen, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Alter. Das sind eben die Sachen, die ich in diese Klasse mit reinbringen muss. Eine Kontaktliste hat eben wieder Referenzen auf beliebig viele Kontakte. Genau. Und dann geht es auch schon weiter mit Schritt 3. Also vielleicht noch kurz zu Schritt 2. Ich habe hier natürlich diese Sachen nicht weiter ausgeführt, weil es für mich elementare Datentypen sind. Die sind keine komplexen Objekte, die sozusagen mehrere andere Objekte referenzieren. Dann zu Schritt 3, hier habe ich eben mir alle Verben mal angeschaut. Das ist, ich gehe einfach mal durch. Starten war ja ganz am Anfang hier gleich, sobald das Programm gestartet wird. Das habe ich gleich mal wieder verworfen, weil auch das wird wieder in Main abgebildet, meines Erachtens. Dazu muss ich nicht extra noch eine Methode in irgendeiner Klasse unterbringen. Könnte man machen. Ja, mal sehen. Muss man nicht, je nachdem, wie man es macht. Eventuell könnte man, wenn ich das jetzt hier nochmal in der Retrospektive sehe, das tatsächlich irgendwie dazu nehmen. Dann haben wir hier Erscheinen, Anzeigen, Darstellen, Aufführen. Das sind für mich in diesem Text die Verben gewesen, die wir als dasselbe aussagen, nämlich dass irgendwie Menüpunkte dargestellt werden oder eben Kontakte dargestellt werden. Und deswegen habe ich die mal hier zusammengefasst. Enthalten ist wieder so ein Verb, das weist eher auf eine Relation hin, und deswegen habe ich das gleich wieder gekappt. Wir haben hier dann Auswählen, das ist natürlich wichtig. Das habe ich dann auch zu den Menüeinträgen hinzugefügt dann. Erscheinen, Anzeigen, Darstellen kommt natürlich hier ins Menü mit rein, dass eben ein Menü alle seine Menüeinträge darstellen kann. Erstellen ist so ein Verb, was wichtig ist, aber ehrlich gesagt kam in diesem Text meines Erachtens kein Klassenkandidat vor, kein Substantiv vor, wo ich jetzt sage, ja, da passt es aber dazu. Und letztendlich, wenn man dann an eine richtige Implementierung denkt, dann würde dieses Erstellen tatsächlich auf einen Command rauslaufen, das eben einen neuen Kontakt erstellt und diesen ganzen Prozess, was da alles ablaufen muss, orchestriert. Ja, dann waren wir hier bei Abfragen. Hier ging es eben darum, dass der Nutzer eine Auswahl machen muss, also einen Menüpunkt auswählen muss. Das ist hier mit Abfragen gemeint, das habe ich dann eben auch ebenfalls zum Menü hinzugefügt. Und hier haben wir noch Hinzufügen, Löschen, Entfernen, das war wieder für mich dasselbe. Auflisten, das sind meines Erachtens alles Punkte, die mit zu einer Collection gehören, also Kontakte, Auflisten. Und deswegen habe ich das hier in die Kontaktliste mit rein gemacht. Ja, dann haben wir noch dieses Erzeugen. Das
werde ich nicht als eigene Methode in den Kontakt mit reinbringen, aber es ist ehrlich gesagt für mich so ein Hinweis auf einen Konstruktor. Und dann haben wir hier noch die Verben beenden, bestehen, also beenden, analog zu starten. Das könnte man tatsächlich vielleicht noch hinzunehmen, wenn ich das jetzt so in der Retrospektive sehe. Daraus wird wieder ein Command später werden. Und bestehen ist auch wieder so ein Hinweis auf eine Relation zwischen zwei Substantiven und deswegen habe ich das hier nicht als extra Methode auf Klassen genommen. Aber im Prinzip habe ich dann eben diese Verben, die ich gefunden habe, so zu den Substantiven zugewiesen, wo das meines Erachtens am meisten Sinn macht. Ja, und als letzten Punkt habe ich noch die Randbedingungen erfasst. Die erste Randbedingung war eben, dass die Einträge genau in dieser Reihenfolge, wie wir es hier links sehen, vorkommen. Und das ist eben mit folgenden Einträgen bei mir die Randbedingung, dass ich das genauso machen muss. Wenn alle Kontakte anzeigen gewählt wird, werden alle Kontakte mit allen Details angezeigt. Das ist die zweite Randbedingung, eben wenn der Nutzer diesen Punkt hier auswählt, dann muss ich eben dafür sorgen, dass ich alle Kontakte mit allen Details darstelle und nicht bloß deren vollen Namen anzeige. So. Dann neue Kontakte erstellen, da muss ich eben alle Details vom Nutzer abfragen, nicht bloß seinen Namen, sondern wirklich durchgehen von Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter, dass ich wirklich alles zu einem Kontakt, was man angeben kann, abfrage. Und im Anschluss wird das eben hinzugefügt. Ja. Dann, wenn ein Kontakt entfernt wird, kann man eben genau einen dieser Kontakte auswählen und der wird dann entfernt. Es ist zum Beispiel hier in diesem Text nicht vorgegeben, dass man, wenn man bestehenden Kontakt löschen auswählt, dass man dann zum Beispiel mehrere Kontakte auswählt, sondern hier sagt eben die Randbedingung dieses Adverb ja genau eins. Genau einen dieser Kontakte wird entfernt und dann geht es wieder zurück ins Menü. Genau, bei allen anderen Menüeinträgen wird nach dem kompletten Ausführen der dazugehörigen Funktionalität das Hauptmenü erneut angezeigt. Ja, das ist auch so eine Randbedingung. Also wenn ein Punkt hier ausgeführt wird, dann wieder zurück, außer wir sind bei Programm beenden. Ein Kontakt besteht aus Vornamen, Nachnamen, die Angabe des Vornamens ist zwingend notwendig. Das ist auch eine Randbedingung. Wenn ich ein Kontaktobjekt erstelle, muss ich eben durch meinen Code dafür sorgen, dass der Vorname auf jeden Fall gesetzt ist und nicht null ist oder irgendwie ein Leerstring. Wenn ein Kontakt bei allen Kontakten Anzeigen dargestellt wird, soll neben dem Geburtsdatum auch das Alter in Jahren in Klammern dahinter aufgeführt werden. Also der Punkt ist einfach, wenn jemand das Geburtsdatum bei einem Kontakt gesetzt hat, dann müssen wir auch das Alter dahinter setzen. Standardmäßig sollen 3 hardcodierte Kontakte bei Programmstart in Kontaktliste enthalten sein. Genau, und die sind dann eben mit dabei. Ja, und so sieht eben meine objektorientierte Analyse aus. Man kann jetzt eben basierend auf diesen Informationen relativ zügig diese Klassen, die wir hier ausgewählt haben, implementieren. Also vor allen Dingen Menü, Kontakt, Kontaktliste brauchen wir nicht wirklich. Vor allen Dingen, wenn wir uns das hier anschauen, das entspricht ganz einfach List of T, was wir hier haben. Aber diese Sachen können wir hier eben tatsächlich dann umsetzen, genauso die Einträge oder Menüeinträge. Und dann haben wir eben schon mal mögliche Kandidaten für Felder und mögliche Kandidaten für Methoden. Und dann kann man eben danach schrittweise seinen Code verfeinern, um ihn dann tatsächlich in die Richtung zu bringen, dass er das macht. Und wenn Sie das mit Ihrer eigentlichen Lösung zur Übung 3 vergleichen, das können wir ja meines Erachtens auch noch mal kurz machen. Hier, wenn wir das Programm anschauen, haben wir eigentlich alles in einer Klasse drin und wir haben dann einfach imperativen, prozeduralen Code hier runtergeschrieben. Der macht natürlich auch das, was er soll, aber er ist eben nicht objektorientiert. Und wenn Sie im Vergleich dazu eben hier mal in Übung 8 reinschauen und wir sehen hier jetzt eben, dass ich hier diese Konzepte von Menü und Menü-Item umgesetzt habe
und dass wir eben hier diese verschiedenen Commands haben, die dann ausgeführt werden, wenn ein Menü-Item tatsächlich ausgewählt wird. Und so kann man dann eben diesen Code objektorientiert strukturieren. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald!